magst du hierher kommen? Und jetzt stand ich da hinter der Bühne und ich habe so gedacht, ich habe gar kein Instrument. Bei mir sieht das aber so aus, guck mal. Ich habe doch gesagt, ich habe kein Saxophon und die schubsten mich auf die Bühne. Sie haben gesagt, du machst das schon. Guck mal, du hast dein Mikrofon und deinen Kopf, du kannst denken. Es sind sehr viele Leute hier, sehr viele Menschen, die vielleicht und hoffentlich sogar das Gleiche denken. Ich kann ihnen mit meinen Reimen etwas schenken und zwar Gedanken, die sie mit nach Hause nehmen und wiederum weitergeben und andere Leute damit nicht kränken, sondern aufbauen wie ein Baum, den ich gieße, damit er wachsen kann. Das, was ich machen kann, ich kann Faxen machen, Mann, wie ein Clown. Aber heute nicht, heute soll ich rappen und freestylen und zeigen, was geht. Deswegen soll ich heute nicht so naiv sein. Ich soll Politik sein, ein bisschen voller Kritik sein. Ich soll nichts schlecht reden, also nicht mies sein, eher positiv sein. Also rappe ich heute für euch. Ich bringe jetzt hier gerade meinen Part im Kapitol Hannover. Ich hoffe, dass ihr es in euch habt. Und wenn ihr wirklich dabei seid und wirklich noch mehr wollt, dann wisst ihr, was ihr tun sollt. Macht mal Lärm! Wir wollen Veränderung. Top, so machen wir das. Mucke ab, los geht's, komm. Aha, ja. Gib mir ruhig noch ein bisschen mehr hier. Ja. Könnte ich einmal die Hände oben sehen? Ja, ja, ja. Ich hab das Mic in meiner Hand und ich geb's nicht her. Die Leute jetzt zu motivieren, fällt mir gar nicht so schwer. Ich hab ne politische Meinung, ne Richtung. Und alles, was ich zu sagen hab, verpacke ich in meine Dichtung. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir haben so viele Dinge auf der Welt, wir müssen sie gerecht verteilen. Wir brauchen Wohnraum und ihr wisst, was ich meine. Wenn ich das erzähle, stehe ich mit dieser Meinung hier nicht alleine. Nimm das auf, dreh das raus, bring das raus. Zeig den Leuten, ja, diese Meinung, die trage ich auch. Ich bin eine Möwe, ja, ich fliege frei. Und alles, was ich mache, ich gebe euch jetzt nur einen kleinen Teil. Ihr seid dabei und ihr wollt die Leute sehen. Stefan Bey, Martin Schulz und ihr wollt ja nicht nach Hause gehen. Ihr wollt verstehen, was wir wollen und da noch tun. Keiner von euch zeigt genau wie ich. Wir wollen uns nicht ausruhen. Wir wollen hier stehen und gerade etwas bewegen. Wir stehen immer gerade auf. Wir stehen nicht daneben. Wir wollen anpacken, anpassen und ihr wisst es doch. Das ist, was ich meine. Hier ist kein großes Loch. Niemand fällt rein. Wir stehen auf, heben uns raus. Und jeder weiß, ja Mann, wir packen das jetzt doch mal raus. Ich brauch keinen Applaus. Ich brauche eure Stimme und zwar jetzt. Für diesen Chorus, diesen Text. Ja, ja, ja. Wir wollen Veränderung, Gerechtigkeit. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Nochmal, wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Ja, das hier ist keine Frage des Stolzes. Das hier ist auch keine Frage des Erfolges. Ich will nur sagen, was ich bin, und zwar ein Mann des Volkes. Ich bin bei euch, ich schwebe nicht über den Wolken. Das macht es so menschlich, denkt nicht, es wäre anders. Ich weiß, dass ihr für mich gar nicht fremd seid. Ich weiß, dass ich nicht fremd bin, denn immer wenn ich darüber spreche, weißt du, dass ich ungehemmt bin. Ich nehme meinen Style und mein Mic und teile mit, was ich denke. Das ist der Grund, warum ich euch gerade beschenke. Ihr steht da, stumm und steif, guckt mich an, aber keiner von euch will dich zu diesem Beat bewegen. Mann, guck, wie er pumpt. Musik fließt, das ist pure Energie. Ich habe es mitgebracht, das ist meine Strategie. Ich komme zu euch einfach rein, vielleicht hilft es euch, euch locker zu machen. Genauso soll das sein. Wir wollen Veränderung, Gerechtigkeit. Wir wollen Veränderung. 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 Ich stehe im Zentrum einer der größten Volksparteien. Ich würde mal sagen, das soll doch erfolgreich sein. Das soll doch funktionieren, genau mit euch hier. Wenn wir zusammenhalten, können wir alles verändern. Wir sind ein Wir, nicht die. Wir sind nicht da, wir sind hier, alles klar. Wir machen das jetzt wie jedes Jahr, nur einfach besser. Das ist hier nicht AfD, das ist hier ganz klar Rot und SPD. Guckt, wie ich hier stehe, guckt, wie ich das hier gerade mache. Ich brauche kein Hemd, ich brauche keine Krawatte, mein T-Shirt. Ich bin menschlich, denkt nicht, ich kann das anders machen. Ich weiß, ich mach das und das Licht brennt nicht. Das Licht ist an. Ich zeige, was ich machen kann und auch, was ich nicht kann. Kenne deine Stärken, kenne deine Schwächen. Wenn du deine Schwächen nicht kennst, dann wird sich's rächen. Da geht der Arm nach oben und der wippt mit. Das ist wie ein Kopf, der gerade zu diesem Takt nickt. Ihr seid dabei und ihr wollt noch mehr. Kein Problem, ihr kamt hierher. Kann ich die Hände sehen? Ich möchte einmal alle Hände sehen, damit ich weiß, wir sind bereit, heute hier Brände zu legen. Und zwar im positiven Sinn. Ich spinne nicht, ich mach mit. Ihr wollt noch mehr, also bitte macht doch mit. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Veränderung. Ja, ich sag Veränderung, ihr sagt Gerechtigkeit, Veränderung, Gerechtigkeit, Veränderung.
Ich sag Veränderung, ihr sagt Gerechtigkeit, Veränderung, Veränderung. Guck, wie das klappt, wir sind alle zusammen, wir halten alle zusammen und das passt, das war mein Plan. Sie haben gesagt, geh auf die Bühne, geh dann rauf, ich mach das auch und die Leute nehmen mich mit. Ich kann das auch, das ist mein Job, aber noch mehr meine Liebe. Ich habe tausende von Texten geschrieben, so unterschiedlich, brachte sie raus und brachte sie auf Platte. Doch das schönste Erfolgserlebnis, das ich jemals hatte, ich kann durch die Welt reisen, freie Grenzen. Denn wisst ihr was, zum Glück sind wir freie Menschen. In anderen Ländern sieht das nicht so aus, in anderen Ländern wählen sie Menschen und schmeißen andere Menschen raus. Wir wollen keine Mauern bauen, nicht nach Mexiko oder sonst irgendwo. Ich habe den Flow, sage es in meiner Form von Magie, Strategie. Und wisst ihr, was ich meine? Das ist meine Freestyle-Politik. Man muss improvisieren können, man braucht die Lösungsmittel. Das ist hier mein Titel, man muss die Sprache sprechen. Michael Rüther hat es gesagt, die Sprache, die man sprechen muss. Und nicht einfach nur wütend da stehen und einfach meckern. Nicht immer nur reden, wir sind Mutbürger, keine Wutbürger. Guckt, wir sollen es doch leben. Ihr seid dabei und ich möchte euch nochmal hören. Ich möchte euch in eurer Zeit nicht stören, aber ja, wir wollen Veränderung. 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 Ja, wir wollen Veränderung. Zum letzten Verse, pass auf, den letzten mache ich noch, ja. Lass deine Kamera ruhig an und film, was ich hier mache. Du kannst es hochladen bei YouTube und später drüber lachen. Ich hab ein bisschen gequatscht, ein bisschen was erzählt. Mittlerweile wisst ihr, wen ich wähl. Ich komm von London, New York nach Paris und Würselen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so natürlich sind, aber es klingt verführerisch. Die Musik ist aus, doch kein Problem. Wenn ich fertig bin, dann brauche ich Applaus. Ich geh gleich raus und werde mir sehen und anhören, was die Menschen hier zu sagen haben. An diesen Tagen viele reden nur, aber sie machen nichts. Ich hoffe, ich habe die Hoffnung, es passiert was, sonst passt es nicht. Ich lege die Hoffnung in Menschen, die ich wählen darf. Ansonsten wisst ihr, was ich meine? Ansonsten geht es schief. Ich bin nicht brav, ich bin einer, der kritisiert, den Finger in die Wunde legt. Aber heute bin ich hier, der sich locker in die Runde legt, in dieser Runde bewegt. Ich möchte positives Feedback. Ansonsten wisst ihr, was ich meine? Das Piepen ist weg. Es gibt keinen Dauerton, es gibt nur noch die Liebe. Ich habe gesagt, dass ich mich mit diesem Thema vertiefe. Also jetzt macht mal Lärm für mehr Gerechtigkeit, für die Zeit, die wir haben, für diese Zeit, in der wir leben, in diesem Land. Es ist so wunderschön und diese Wunder sollen weitergehen. Dankeschön. Schulz sagte der Bild am Sonntag, Zitat: Wir wollen die Begrenzung von Managergehältern und die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit durchsetzen. Und wir werden auch die Ehe für alle auf die Tagesordnung setzen. Wenn die Union weiter blockiert, werden wir das ganz sicher zum Thema im Wahlkampf machen, drohte er den Koalitionspartnern CDU und CSU. Bei dem Spitzentreffen der Großen Koalition im Kanzleramt an diesem Mittwoch soll es um noch ausstehende Projekte bis zur Wahl im Herbst gehen, bei denen eine Einigung aber als schwierig gilt. Solidarrente, Managergehälter und Ehe für alle. Schulz nimmt erstmals als SPD-Chefverhandler an einem Koalitionsgipfel teil. Zuerst hatte er seine Teilnahme wegen eines SPD-Fraktionsfestes abgesagt, doch dann zugesagt. Schulz begründete es so, Zitat: Das ist kein Sinn.